Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier zu Subnautica Below Zero. Yes, yes, ja. So, wir wollen die zwei Sachen bauen. Ich habe schon mal alles zusammengesammelt, was wir brauchen dafür. Wir müssen hier so einen Computerchip noch herstellen. Und dann können wir uns diese beiden Upgrades für unseren, für unseren Raum hier hinten bauen. Zack. Na guck mal. Überträgt Scannerraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Was? Das heißt, wenn ich jetzt nach Fragmenten... No fucking way. No fucking way. Okay, this is nice. Das ist richtig nice, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwas finden, was uns weiterhilft. Aber es ist nice. Vor allem so viel um uns rum. Wir haben das alles nicht gesehen immer, ne? Ich weiß nicht, ob wir diesen komischen... Wie heißt das? Schneefuchs? Ich glaube mittlerweile mit unserem Glück, dass wir den gar nicht finden. Gravitationsfalle. Vor allem, dude, wie viele hier einfach sind. Ja, diesen Schneefuchs, ich nenne ihn jetzt einfach Schneefuchs, der heißt jetzt Schneefuchs, das ist jetzt der offizielle Name, ist mir egal, wie offiziell der offizielle Name ist, jetzt heißt er Schneefuchs. Dude! Okay, das ist krass. Das können wir ja so laufen lassen. Wir wollten uns jetzt aber auf den Weg machen zum, fällt mir ein, wir brauchen noch ein bisschen Protein. Ja, zum Erbauer-Relikt.
Und mal gucken, dass wir dann weiterkommen. Ist immer ein bisschen laut, ne? Ja, da holen wir uns dieses Erbauer-Relikt, gucken, dass das uns vielleicht weiterbringt. Wir können ja jetzt auch richtig tief abtauchen. Ich hoffe, ihr werdet nicht irre, wenn ich hier immer das Menü auf und zu klappe. Wir machen ein paar Titanbarren. Aus Platzgründen, wisst ihr ja. Und dann geht's im Endeffekt auch los. Dann holen wir uns das Erbauer-Artefakt. Hoffen, dass wir dadurch irgendwas Neues erfahren. Mal gucken, wenn wir da hinten vielleicht... Was haben wir denn hier? Kupfer. Wenn wir da hinten vielleicht sogar noch irgendwas anderes... Irgendwas anderes rausfinden. Alter. What the fuck? Okay. Wir haben soweit alles. Was ist das jetzt hier? Verstärkte Handschuhe. Wo haben wir das gefunden? Oder sind die einfach Teil des verstärkten Tauchanzugs? Alter, wie viele Anzeigen hier sind. Holy shit, Freunde. Also sag mal, an Titan wird es uns nicht mehr mangeln. Aber mich wundert es, dass das Erbauer-Artefakt in der Höhe ist. Oder? Verarsch mich nicht, dass wir hier noch nie waren, Alter. Sind hier noch nie lang? Okay, das sieht aus wie eine Elektroqualle. Das könnte ein bisschen tödlich enden. Ich finde, es sieht geil aus hier. Aber gibt mir zu denken, warum wir hier noch nie waren.
Nichts zum Scannen. Okay, das ist krass, Leute. Überleg mal, all die Zeit sind wir schon hier unterwegs und sind noch nicht einmal hier lang. Das ist ein bisschen eng. Okay. Okay. What the fuck? Das ist wie eine Startrampe oder sowas. Nice. Wir haben natürlich wieder das beste Wetter, die beste Tageszeit, wie einfach wie immer perfekt. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Oh nein. Okay. Eine Hydraulik, irgendwas müssen wir bauen. Und schon war man das. Dude! Mach mal warm. Ich sterb gleich. Mach mal warm. Hypothermia imminent. Okay. Wir haben also schon wieder irgend so einen Scheiß. Muss ich mich ein bisschen bewegen im Wasser. Wir haben also wieder irgendeinen Scheiß, den wir bauen müssen. Auf der anderen Seite der Brücke. So, ich wollte hier aber nochmal schnell alles abgrasen.
Aber nice, Freunde, Alter. Überleg mal, das haben wir die ganze Zeit nicht gesehen, oder? Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me to my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Okay, also auf der Seite haben wir alles abgegrast. Beziehungsweise nein, können hier noch rein. All Terra Facility Beacon detected nearby. Unique Identifier. Fire Robotics Center. Okay. Ich verstehe nicht, warum wir so krass frieren, wenn wir doch diesen besseren Anzug anhaben. Gibt es noch einen besseren Anzug? Ja, aber es gibt diesen, ja, was ich denke, was so ein Landspeeder ist. Mit dem wir uns wahrscheinlich schneller über Land bewegen können. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was man in den Trailern sehen konnte. Schauen wir uns diesen Landeplatz mal an. Ich glaube, das ist der logische nächste Punkt. Alright. Pfadfinderwerkzeuge. Silber nehmen wir gerne mit. Das Kupfer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Silber brauchen wir auch nicht unbedingt, aber wenn es schon mal da ist, dann nehmen wir es halt mit, ne? Gut zu wissen, dass wir in der Höhle auch vor der Kälte geschützt sind.
Okay. Das sieht mir alles. Speerpinguin? Mit dem Vieh kann man dann da durchfahren, oder was? Jetzt ist die Frage, brauchen wir das dringend, um hier weiterzukommen? Oh, shit. Oh, shit. Phi Robotics. This is where Sam worked. Blueprint synthesized. This is awesome. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Wenn Sam noch lebt, müssten wir sie ja hier finden. Da geht's rein. Wir gehen aber erstmal hier oben lang. No fucking way. Leute, das ist ein Teleport. Für alle, die den ersten Teil bei mir geguckt haben oder selber gespielt haben, ihr müsstet das kennen. Brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Corral pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work.
Es klingt für mich eher so wie, ja, ey, ich leite das weiter. Ich schreibe das mal hier mit dem unsichtbaren Stift auf meinen unsichtbaren Block in meiner Geheimsprache, die nur ich sehen kann. Ich kümmere mich drum. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it. Sam loved working here with her spy. Hey! Buildings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Corral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now. You're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. What? Zeugt in Kombination mit einem Schneeball Trinkwasser. This must have been Sam's room. But something's not right. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Okay. So wir sind hier jetzt. Oder?
Okay, Freunde. Oh, shit. Hoverball? Killer Bunnies versus Devils. Thermoanzug. New blueprint synthesized. Schneepürscherfell. Moment, das Aquarium haben wir schon? Wir hätten schon die ganze Zeit ein Aquarium bauen können? Was sind denn Schneepürscher? Und wie bekommen wir deren Fell? Hey Sam! Oh, hey there, Pengling Buddy! Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait. Are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Cringe. Yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Ich weiß nicht, was ich von dem ganzen Zeug halten soll, Freunde. Können wir jetzt eigentlich diesen Schneefuchs bauen? Ey, fehlt uns immer noch ein Teil. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen, und zwar in der nächsten Folge von Subnautica, Alter, wo wir below Zero gehen. Über Zero. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's mal gut.